und herzlich willkommen zurück bei Los Forestos Professors Domestos. Sicher jetzt erst. Was denn? Der kleine Taubenhut, den du da hast. Meins. Ich weiß nicht genau, ich glaube, ich werde ihn nicht mit nach Hause kriegen, ne? Ich glaube, wir werden es nicht schaffen, den müssen nach Hause zu schleppen. Wir können auch erst heimgehen und den heim nach Hause bringen, ne? Ich weiß es nicht. Ernsthaft? Tobi? Hörst du es nicht? Ich höre nichts, nee. Da hinten. Ach! Moin, Digga! Da läuft neue Rüstung für uns rum. In den Schenkel. Boah! Das hätte ich jetzt aber nicht erwartet, mein Freund. Sag mal. Hä, der macht gar keine Geräusche. Hä, nee? Das ist Sam Fischer, Mann, der ist lautlos. Den höre ich bis hier. Au. Oh. Ich höre den gar nicht. Der macht bei mir keinen Sound. Nee. Boah. Also bei mir ist der richtig, richtig laut. Weil der Speckwurst. Ach. Also. So. Hey, Feuerchen. Tobi, nochmal Pfeile. Wo sind die? Warte mal. Ich will nicht alle aus Versehen alle rausnehmen. Das sind noch welche? Weil der Fuß ist aber auch nice. Guck mal, wie er mit seinem Füßchen wickelt. So, warte. So. Wie viel habe ich jetzt noch? 8 Mutantenrüstung auf Halde? Das ist sehr gut. Ja, leider ist der Taubenkopf jetzt wieder weg, ne? Das ist halt enttäuschend. Tobi? Ja. Ich frag gar nicht. Ich bin sicher, du hast deine Gründe. Ich wollte uns eigentlich was Schönes zu essen machen, aber das Reh einfach, weißt du, es kooperiert wieder nicht. Oh, Vorsicht. Weißt du, wer auch kooperiert? Ja, aber auf den habe ich jetzt gerade dezent keine Lust. Den Bro. Nerviges Pack, ne? Ja. Lassen wir den einfach mal und suchen uns mal ein richtig schmackhaftes Rehlein. Ich habe 2. Hier sind 2 bei mir. Oh, ich sehe 1. Oh, ich sehe. Ja, gut. Da ist ja. Gut, da muss ich ja gar nicht. Da ist ja schon. Warte. Warte, Tobi, hier. Hier, vielleicht willst du ja auch nochmal. Dir einfach mal was gönnen, Erik. Hm? Hm? Hier hin. Hä? Hallo. Hier. Für dich. Huch, oh. Ach, das ist ja süß. Oh. Schön, ne? Ist ja auch bald Valentinstag, ne? Ja, eben. Kann man ja auch einfach mal so eine halbe Rehhälfte schinken. So, huch. So, ich komme mal direkt ein bisschen Reh hier rein. Ich habe auch 2 Stück draufgepackt. 2? Ne, ich habe 1 draufgepackt. Ne, ich habe echt Hunger, genau. Also ich bin fast am Limit. Sparsam. Oh, geil, ich hatte noch 3 Fische mit, die sind aber alle verdorben. Shit. Die hätten wir essen können, ich Vollidiot. Ich hab die nicht gesehen. Ja, ich bin schon einer der Schlausten. La. Sind ja nur Fische gewesen, ne? So, ich hab mir ein Stück Fleisch gemopst. Rest ist deins. Hä? Lol. Was denn? Gerade so eine Vogelanimation gehabt, aber irgendwie. Ach, das kann man nur direkt essen. Das kann man gar nicht mitnehmen, ne? Eine Vögelanimation? Das kann man nur essen. Schade. Ich dachte, ich kann mal eins brutzeln nur für mitnehmen, weißt du? Nee, leider nicht. Das wäre schön. Sonst hätte ich jetzt alles reingepackt. So, dann lass mal ganz kurz. Hier ist schon wieder ein Reh übrigens. Ich ignoriere das einfach mal. Missgeburt, ein Reh. War hier nicht irgendwo das Dorf der Eingeborenen? Uga. Auch ernsthaft. Hm? Was will er? Was will der? Ich weiß es nicht. Ich wollte gerade auf die Map gucken und mal schauen, wo wir zum eingeborenen Dorf kommen. Das Problem ist, wir hauen den jetzt und dann kommt 20.000 von seinen Freunden. Ach, nicht schon wieder. Hör mal. Ich höre nichts. Ja, wirst du gleich sehen. Warum höre ich die Mutanten nicht mehr bei mir? Ich weiß es nicht. Hey, Fat Joe. Fat Joe. I'm a fat Joe.
Boah. So, ciao, Joe. Ach, tut das gut, wieder ein bisschen Rüstung zu haben, Tobi. Einmal quer durch die Arschbacke, geil. Ah, nice. Vergiss die Pfeile nicht. Mal gucken, dass ich auch noch genug mitnehmen kann. Ja, easy. So, dann lass mich mal ganz kurz gucken. Ich würde doch noch mal ganz kurz in den Osten müssen wir. Noch nicht schon das Artefakt. Mann, das Artefakt nervt. Schon wieder. In den Osten. You're in the Osten now. Oh, you're in the Osten now. Oh, da unten ist auch wieder Action. Toll. Och nö, ey. Och nö, ernsthaft. Boah, sind die sind aber nervig geworden, ne? Alter. Willst du mich verarschen, Junge? Vorsicht hinter dir. Ja. Wer muss er denn? Alter, die gehen einfach auf drei, ne? Oder drei? Ich gehen einem hier auf den Sender. Vorsicht, der springt dir auf den Kopf von oben. Traut er sich nicht. Nicht, wenn ich ihn headshotte. Schade. Come on, Bro. Ja, weißt du was? Komm, ich nehm die Machete wieder. Sag mal. Drauf geschisst. Das ist nicht normal, ne? Hä, wie hitten die denn die Spacken, Alter? Die gehen mir aufs Ei jetzt. Ja, sag ich doch, ne? Die haben sie irgendwie... Ich weiß nicht, was sie mit dem gemacht haben. Nötiges Gehen an das Pack. Miese Dreckige. So. Oh, Alter. Noch einer. Wie er wegrennt. War nicht da. So. Wo ist er denn? Alter. Das ist aber echt, das ist richtig Arbeit geworden mit denen, ne? Ja. Huch. Hä? Das Feuer hat gar nicht angezündet. Hallo? Okay, warte, ich nehme den weg. Nee, nee, ja, müssen noch gehen. Jetzt aber hier, guck mal. So. Da sieht man mal wieder, was aus den Kindern wird. Du brauchst gar nicht wegrennen jetzt. Ja, meinst du, ich renne dir jetzt hinterher oder was? So wichtig bist du nicht. Tobi sammelt wieder Freundschaften. Nee, ich ruf dich nicht zurück. So wichtig bist du nicht. So, also war hier nicht sonst noch einer? Hier ist doch noch einer, gucke. Ich wusste es doch. La, 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 la. So. Da. Du brauchst gerade Rüstung? Nö, ich hab genug. Weil sonst, ich bastel die mal zusammen und sammle die einfach für später dann, ne? Ja, ja, ich hab. Können wir wieder exchangen dann, falls es nötig wird. Aber dank der ganzen großen Mutanten bin ich momentan auch echt gut bedient mit Rüstung. Ich frage mich nur, warum ich die nicht mehr höre. Das weiß ich aber auch nicht. Das finde ich jetzt belastend. So. Es destroyed mich mental. Ich bin geistig in meinem Limit, ja. Ich kann das gar nicht mehr ertragen. Wer war das denn nochmal? Ach, das war der Opa bei die Sims bei dir, ne? Der hat auch so eine Stimme gehabt. Nee, das war Kunibert, meinst du? Ah, genau, Kunibert. Ja, und da können wir mal drüber reden, ne? Kunibert, Alter. Boah, jetzt vermisse ich das ein bisschen. Ah, die Sims habe ich auch immer. Ich sehe das immer in der Origin-Bibliothek und denke mir so, ja, das könntest du auch mal spielen, ne? Ja, aber ich wollte es ja eh noch weiterspielen irgendwie. Aber ich vermisse auch die Schlömpels ein bisschen. Auch wenn wir natürlich HWSQ-Sims spielen, aber irgendwie Schlömpels vermisse ich trotzdem. Ja, das ist aber auch genauso wie, das habe ich bei ganz vielen Spielen. Ich habe das bei City Skylines. Immer wenn ich City Skylines auf Facebook so Werbung oder Videos sehe, denke ich mir so, ja geil, das spielst du jetzt heute Abend mal. Ja, und dann machst du doch wieder. Aber mach mal im Stream einfach eine Runde. Du glaubst gar nicht, wie entspannt City Skylines im Stream ist. Das ist so gut einfach. Ich habe das vor Ewigkeit mal im Stream gespielt, aber da war es noch nicht so gut, wie es jetzt ist. Mach das einfach mal. Einfach mal eine Runde und dann kannst du mit Zuschauern quatschen und so. Das ist echt gut. Ja gut, das mache ich ja eh nie. Ah, hier vorne ist das Benzin. Das haben wir gerade gesucht. So. Und dann einmal wieder auffüllen. Och nö, och.
Was wollen ja, ja, die ich aber, immer? Ah, ne, sind zwei. Kannst du doch keinem erzählen. So, Nummer 1 ist massakriert. Guck dich mal an, Junge. Kein Wunder, dass du nie Freunde findest. Schön mit den Anzügen. Ja, das stimmt. Guck mich mal an. Ah, das ist die Schädelmaske noch, die du aufhast. Das passt echt geil zum Anzug in der Schädelmaske. Menschenskinders. Der ist aber auch zäh gewesen. Ja, ja, oh, Tor, Tor, die unhaltbar. Bayern, die Bayern, die ja, Bayern. Tor. Okay, Tobi, schnell, schnell. Okay, ich komm, ich passe auf dich. Hier. Ah, ja, ich mein jetzt. Hä? Huch? Oder, Na. Das geht bei mir gar nicht, hä? Nee? Nö. Hä? Lol. Vielleicht, weil ich ihn geköpft habe? Ja, gut, du hast einfach die bessere Ballbehandlung. Passt schon. Ja gut, das kann natürlich sein. Ich bin natürlich auch Fußball-Pro, ne? Das darf man dabei nicht vergessen. Ich habe ein bisschen Erfolg gerade, für dass ich die ganzen Köpfe immer abhacke. Ach so, ich. Cool. Glaub das ist ja angenehm. Irgendeinen Erfolg habe ich gekriegt. Choppy, das finde ich gut, Tobi. Ich gönne dir den. Chop up 50 Bodies. Und ich muss ein bisschen was trinken. So. Ja, wollen wir jetzt wieder erstmal... Ach nö, ey. Ernsthaft? Ja, steht. Oh, da kommt langsam, das wird langsam echt Arbeit, ne, mit den Viechern. Wo wollten wir denn eigentlich hin? Wir wollten ins Schneegebiet, ne? Ich würde sagen, ganz kurz zu Hause. Aber wir müssen ja eh da vorbei, ja. Ich folge dir. Ich weiß nicht mehr, was von den Häusern hier unser Zuhause war. Wir wollten das mal einfärben. Ich glaube, das zwischen Lila und Rot hier, ne, oder? Die kommen mit 100 Pro hinterher. Klar, weil das Spanner sind, die keine anderen Hobbys haben. Okay, die kommen nicht hinterher. Alles Hater. So. Die wollen uns einfach mal zeigen, dass man aus Seilen, dass man aus Stoff auch Seile knüpfen kann. Meinst du, die schreiben, meinst du, dass die auch Kommentare immer schreiben? Nein, das machen solche Leute nicht. Achso. Die sind bescheiden, die agieren bescheiden im Hintergrund. Achso. Meinst du nicht, dass die so eine Kolumne beim, hier bei der Times haben oder so? New York Times? Was denn, die Seilkolumne? Die internationale Seilkolumne? Ja. Hm. Ich würde es lesen. Nogger dir einen. Wer ist? So random einfach. Nogger war so gut. Nogger war so. Oder ist Nogger noch so gut, wie es damals war? Weiß ich gar nicht. Also ich habe irgendwas geändert an der Rezeptur. Ja, ist total geil, aber es war sogar mal noch geiler. Das ist genau wie Magnum. Ich habe früher an der Tanke, wir haben gegenüber von der Tankstelle gewohnt, ganz, ganz früher. Und wir haben uns immer sonntags ein Magnum, so das große Magnum, dieses fette, mit weißer Mandel, Schokolade geholt. Boah. Ah, oh, nice. Ich weiß aber gar nicht mehr, ob es das überhaupt noch gibt. Gibt es das noch? Gibt es das auch noch in so groß? Ich habe keine Ahnung. Das weiß ich auch nicht. Aber das war immer geil. Und warum machst du es nicht mehr? Weil wir nicht mehr gegenüber von der Tanke wohnen. Oh gut, das macht natürlich Sinn. Aber wie cool, aber so als Sonntagsritual ist das natürlich ganz geil. Ja, das war immer so abends. Gerade im Sommer ist das halt immer extrem cool gewesen. Mmh. Also, ach ja. Alter, da hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Ey. Boah. Und dann gab es mal so ein Magnum mit Joghurt. Das war auch geil. Okay, das hört sich gerade nicht so geil an. Ich bin aber kein Freund von Joghurt. Echt nicht? So Joghurt? Das war gut. Mit Erdbeer war das. Boah. Nee, Joghurt. Obwohl, man kann geiles als Joghurt machen. Haben wir ja auch schon gemacht hier. Joghurt. Wie geht's? Dum, 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 dum. So, das erste, was ich hier gesehen habe, ist ein Reharsch übrigens in unserem Haus. Ich wollte es nur sagen. Natürlich, ich sag da nichts zu. Ne. Ich lasse mal so unkommentiert im Raum stehen. Wie hat jemand zu mir auf Twitter gesagt, die Tage, wo ich gesagt habe, dass ich enttäuscht bin von der Politik? Ich wäre passiv-aggressiv. Ja gut, auch unabhängig davon. Auch unabhängig davon ist das natürlich absolut wahr, ne? Ja. Boah, die Diskussion cool, das war spannend. Mit dir habe ich eine ordentliche Diskussion gehabt. Echt? Lohnt sich auch gar nicht. Ja. Guten Tag. Ja, weiß ich auch nicht. Irgendwie. Twitter-Diskussion ist so, weiß ich nicht. Du lässt dich triggern? Ja, ich lass mich immer mal triggern. Vor allem, wenn jemand in seinem Profil stehen hat, was hat er stehen gehabt? Beobachtendes grüne Mitglied und will mir dann aber sagen, wie Politik funktioniert, weißt du? Beobachtet aber selbst nur. Also bei mir hat jemand gesagt, ne, wo ich jetzt im Stream hatte ich so einen Kommentar mal wieder, wo ich ihn hochgeladen habe und über die Karre gequatscht habe, ne, über das Auto und so, hat jemand geschrieben, Umwelt und unsere Kinder und bla bla bla, auch wieder sowas, ne?
Naja, natürlich. Und dann bin ich aber auf sein Profil gegangen und habe so die gelikten Videos gesehen und dann waren da so irgendwie alles mögliche über Boote und Waffen. Ja, da macht sich jemand echt Sorgen um die Kinder. Es ist einfach. Kannst du dir einfach nicht ausmalen. Ja, keine Ahnung. Ach ja. Darf man alles nicht so ernst nehmen, glaube ich. Ich glaube, es gibt halt auch echt viele, die einfach triggern wollen oder so. Ich glaube, da gibt es echt sau viele, die das machen. Ja, wahrscheinlich. Mach's inzwischen. Ich habe inzwischen... Es gibt auch viele, die haben so als Erfolg, wenn du die blockst auf Twitter oder so. Deswegen habe ich eine sehr gute Mute-Liste. Die funktioniert echt gut. Es gibt Leute, die haben das als Erfolg? Ja. Also die sammeln das, wenn sie bei dir geblockt werden zum Beispiel. Hä? Was sind das denn für armselige Menschen? Ja, Tobi, frag mich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich mache bei diesem Game einfach nicht mit. Ich nehme mich da von vornherein schon aus. Na, du machst nicht bei dem Game mit, Erik. Du bist das Game. Ach so. Big Brother, Tobi, the Game. Werden wir jemals unsere Knochenkisten vollkriegen, sag mal? Ich glaube nicht. Was war das denn? Was war das? Ich habe nichts gehört, mal wieder. Weiß es nicht. Ach, ich glaube, das war ein Fisch. So. Aber ich habe gar nicht. Hä? Ich habe ihn gar nicht rausgenommen. Okay, egal. Dann ist er eben noch frei. Was wollten wir machen? Wir wollten ins Schneegebiet eigentlich, ne? Ursprünglich. Ja, stimmt. Wir wollten da einmal runtersägeln. So, ich muss das Feuer zu. Den Kompass irgendwie wieder wegmachen. So. Und ich würde gerne alles noch irgendwie verbinden, aber das Problem ist, das würde halt ewig dauern. Und wir würden dann quasi nur noch Dinge tun, um Dinge zu tun. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wir wollen es ja auch nicht unnötig jetzt rauszögern. Das muss ja nicht sein. Ja. Paar Sachen würde ich auch noch gerne machen, aber vielleicht, dann können wir mal irgendwann im Stream vielleicht wieder zusammen eine Runde spielen und irgendwie einfach nur bauen den ganzen Abend lang oder so. Ja, das können wir gerne machen. So, brauchen wir fürs Schneegebiet? Gerne. Ich habe mir die Tage ein paar Trailer zu Seven Days to Die angeguckt. Ich bin ja schon ein bisschen heiß drauf mittlerweile. Boah, ich weiß nichts mehr, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nichts mehr. Das ist schon geil. Schon geil gemacht mittlerweile. Am Anfang fand ich es ehrlich gesagt, wir haben das ja ganz früher mal gespielt. Ganz am Anfang. Also als das wirklich neu rauskam, wo wir da unter diesem Höhlenschacht irgendwie feststecken geblieben sind. Ja. Da fand ich es ehrlich gesagt nicht so geil, aber mittlerweile ist es echt cool. Okay. Also ich habe es nur einmal im Stream gespielt, bis nach dem ersten Blutmond. Und da hat es mir echt Laune gemacht. Ja. Ja gut, und weißt du, wenn die anderen beiden vom HW Scooter nicht mitspielen wollen, ey, pff. Ja, dann müssen wir eben wieder die harten Spiele spielen, ne? Die krassen Spiele, die geilen Spiele. Sollen die halt irgendwie Art-Chatter spielen? So ist es eben, weißt du? Oder Bigfoot. Ja, keine Ahnung. Das ist alles, weißt du? Und wir müssen dann richtig wir spielen halt die Spiele, wo du einfach Haare auf dem Rücken brauchst. Ja, wir retten die Menschheit. Ja, so ist es eben. Nicht, weil wir es können, sondern weil wir es müssen. Ich bin so männlich, ich habe sogar Haare auf meinen Haaren. Ich habe Haare auf meinen Haaren. Ja, genau. Was habe ich gerade gesagt? Ach so, auf meinem Darm habe ich verstanden. Was? Ich habe Haare auf meinem Darm, habe ich gerade verstanden. Ich habe das halbe Wort gerade gegessen, keine Ahnung. Weil ich männlich bin, Erik, weil ich männlich bin. Ja, da ist einer direkt reingebissen. Schön. Haare auf meinem Darm, ey. Ach na ja, das sieht bestimmt aus wie eine pelzige kleine Raupe. Nur sehr groß. Ach so, wir müssen apropos Pelz, ne? Oh nein. Ja. Oh fuck. Okay, wollen wir nochmal zurück? Ja. Oh, hey. Aber, oh na, ich hatte viel mehr Mutantenrüstung. Wo ist die hin? Ich hatte viel mehr Mutantenrüstung. Ich hatte bestimmt noch 8 Mutantenrüstung auf Tasche. Hab aber nur noch 3 zurückbekommen jetzt. Ist die vielleicht runtergekullert? Warte mal. Nee, hätte ich gesehen. Nee, hier ist nichts. Hä, wie scheiße ist das denn jetzt? Ah, nee, ich glaube, ich hatte vorher. Ja, okay, vergiss es. Ich hatte vorher noch Knochenrüstung mit drin. Ich war ja nicht voll mit Mutantenrüstung. Entschuldigung, mein Fehler.
Wollen ja. wir nochmal zurück? Warte, wie viel hab ich denn dabei? Wie viel kann man mitnehmen? Wie viel Mutantenrüstung? 10. Wie viel kannst du noch theoretisch gesehen mitnehmen an Mutantenrüstung? Naja, ich hab jetzt alles voll an mit Mutantenrüstung und hab noch 3 übrig. Das heißt, ich müsste mindestens 3 ablegen, damit ich das Dingens tragen kann. Okay. Ja, lass mal schnell Sachen ablegen. Da, also Mutantenrüstung, oder? Ich weiß nicht. Ich überlege jetzt gerade, wenn man das jetzt wieder aufhebt. Jetzt habe ich die aufgehoben. Wie viel hast du? Die kann man gar nicht komplett wieder aufheben, oder was? Na doch, hier ist noch. Oh. Weil ich sag mal, theoretisch gesehen... Hattest du ja auch noch Knochenrüstung? Ach nee, okay. Also eine würde bei mir auf jeden Fall wegfliegen. Das wäre... Ja, bei mir würden 3 wegfliegen. Ja, das ist scheiße. Hä? Ich meine, im Grunde genommen kann es uns egal sein. Wir können das aufgeben. Moin! Wir haben noch Plätze frei für eure Knochen, wenn ihr wollt. Hä? Hab ihn! Hab ihn! Idiot, geh mal ins Feuer! Oh, das Feuer! Keine Ahnung. Ins Feuer! Geh ins Feuer, mein Freund! Ich hab von dir geträumt. Ich muss Sticks besorgen, so. Warte mal. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, Tobi, sehr gut. Ich hol auch noch mal ein paar. Ich stick ihn mal rein. Das finde ich gut, Tobi. Kompromisslos. So. Toll. In dieser Sache sind wir kompromisslos. Mir ist kalt. Wenn es gegen den deutschen Bundesbürger geht, dann sind wir kompromisslos. Warte. Achso, hier kommen noch ein paar Knochenrüstungen, ne? Ist ein guter Zeitpunkt dafür. So, den Rest nehme ich in Knochen mit, glaube ich, oder? Meinst du, du kannst dir merken, wo wir das Ding hier hingelegt haben? Ich mach da einfach eine Flagge hin. Ach so, okay. Das war so die Idee. So. So, das waren die 3 Dingens. Musst du noch Mutantenrüstung ablegen? Ja. Mach mal lieber jetzt. Warte. Am besten der andere Oberschenkel, der ist ja noch nackig. So. Ja, das war Knochenrüstung. Ich Idiot. So. Dann müsste das eigentlich... So. 0 auf 0 aufgehen. Ja, geil. Cool. Aber mir theoretisch eigentlich auch. Ja, sehr gut. Gut, dann lassen wir das hier stehen. Wird noch ganz kurz... Vielleicht verstörend. Ach, nö. Ach ernsthaft, ich will da nur... Was macht ihr denn schon wieder hier? Freunde, bleibt mal stehen. Oh, das Brüste. Das gefällt mir. Ins Feuer mit dir! Ins Feuer! Ja, brenne! Der brennt gar nicht. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ach, okay. Ach, hast du gesehen, wie ich dir geholfen habe? Wow, 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 wow. Krass, du, was für ein Einsatz. Wow! Ich dachte gerade, da steht noch einer, aber das ist unser Rüstungsständer. Ich meine, das ist ganz gut. Wir haben gerade Skelettrüstung noch aufgehangen. Ich habe da noch... ich habe nur noch 3 auf Tasche. Das heißt, wir können da ruhig noch ein bisschen was bauen. So ist es nicht. Ja, mal gucken, ob hier noch mehr von denen kommen, ne? Ja, ich habe schon wieder Schreie in der Ferne gehört. Ich muss, glaube ich, nach der Folge mal das Spiel neu starten, weil ich höre da gar nichts mehr. Okay, dann starten wir noch neu. Das fuckt mich gerade. Da kommt tatsächlich nur einer. Siehste? Nee, sehe ich nicht. Lass einfach deinen Zorn an ihm aus. Achso.
Dass die immer so feige sind, weißt du? Kommen ja mal ran, große Schnauze, schreien immer groß rum und dann hauen die aber ab. Richtiger BMW-Fahrer. So. So. Da kenn ich nix. Ja! Ich glaub, das ist nicht richtig. Huch! Hä? Das ist doch eigentlich sah es voll cool aus. So, warte, ich mache uns nochmal ein Fähnchen hier hin, wenn ich jetzt hier. Wo war das nochmal? Ein Fähnchen im Wind. Signalflagge, die können wir später wieder abreißen. Du hast nicht zufällig Medizin dabei, oder? Doch. Warum hast du denn keine Medizin? Ich hab die ins Regal zu Hause. Ich hab die ins Regal zu Hause gelegt, ich horst. Danke, danke. Ich hab auch nur noch zwei. Nicht cool. Jetzt habe ich nur noch eine. Nicht cool, Erik. Ich steh das noch mal zu essen da auf dem Grill. Ja. Sammel mal die Knochen auf, wenn du magst. Ich hol mal ganz kurz nochmal Stickies, weil ich die Signalflagge noch bauen will. Hat jetzt so lange gedauert, hätte mal wieder zurückgehen können, aber wir wurden halt unterbrochen. Ja, weil das einfach mieses Pack ist, was hier rumläuft. Ah, was willst du machen? Hier auch das Reh gleich wieder, weißt du? Guck's dir doch an, ja, siehst du es wieder. Oh, also, das ist einfach nicht wahr. Essen. Oh, auch für mich? Ja. Oh, cool, danke schön. Ach, ach, guck. Ey. Sag mal. Das ist langsam anstrengend. Hä? Ach so. Hä, wie ist denn der gestorben? Jetzt versteckt, nee, jetzt versteckt er sich da hinter Baum, wieder wie so ein Kind, Mann. Was ist denn los mit dir? Guck mal hier, das machen wir mit deinem Vater. Hier. Ja, siehst du? Was du davon hast so, jetzt. So ist das. Wo ist er denn? Wo ist denn der? Der gammelt im Baum rum. Naja. Also schätze ich mal, der ist nicht weggerannt. Feiges Stück Scheiße, ey. Richtig feiges Stück, da rennt er weg. Lauch. Ich dreh mich mal um, Tobi. Sag mal Bescheid, wenn er ankommt. Ja. Scheiße. Komm. Schade. Ich probiere auch mal mein Glück. Hä? Okay, da kann ich nicht probieren jetzt. Jetzt aber. Idiot. Power Shot. Was der sich denkt. Was der sich so denkt. Krasser Dude, ey. Och, Alter. Wir wollen doch nur ins Schneegebiet, Freunde. Die müssen doch also irgendwann müssen die Patrouillen doch auch mal leer sein, oder? Also ich meine, da muss doch irgendwann ist doch noch nichts mehr übrig von den Patrouillen. Ich glaube, die sind ewig. Aber zumindest für so eine Nacht. Für so eine Nacht muss das doch auch mal bald vorbei sein. Ey, das sind Missgeburten. Was erwartest du von denen? Das waren ja ehemals Kinder. Ja, sag ich doch. Gib die Kinder ein Zuhause. Sie wissen nicht, was sie tun. Missgeburten. Leg die Welt in Kinderhände. Es ist gut jetzt, Angela. Jetzt beruhig dich mal. Entschuldigung. Nee, das war jetzt hier. Habe ich vergessen. Angela Merkel. Okay. Welche Farbe machen wir hier? So, ja, keine Ahnung. Ich mach mal blau hier, ne? So. Machen wir mal blau. Schalke 04. Und machen wir nächste Folge, oder was? Ja, hilft ja nichts. Müssen wir ja. Geil. Nächste Folge Schneegebiet. Hat leider ewig gedauert, aber nächste Folge Schneegebiet und dann endlich mal... das muss ja auch mal sein, ne? Let it snow, let it snow, let it snow. Kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin. Tschüss. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tobi, tschüss. Ciao. Ciao.